Willkommen zurück zu World of Warships mit dem geschätzten und Fun Fact absolut am Rande: Duncan skilligen. denkt immer, er ist witzig und sagt 3, 2, 1 Penis vor der Junge, Aufnahme. ey. Ich mache gerade eine Anmod und du sprichst aber dazwischen, du Penner. Jo. Nein. Was heißt jetzt nein? Ich sage jetzt einfach nein. Freut mich. Und ja, ich bin lustig, ja? 3, 2, 1 Penis. Das Kind nimmt mir wie niemand weg. Soll ich lieber sagen, 3, 2, 1 Arschloch oder so? Ist ja nicht witzig. Hörst du mich lachen? Scheiße, ich finde das sogar witzig. Ja, über seine eigenen Witze zu Apropos lachen ist eigentlich sehr wichtig, weil wenn man nicht mal selber über die Witze lacht, ist es halt echt traurig. arrogant. Arrogant, Alter. Ah, Schnauze halten, ey. Wo bist du denn überhaupt? Wo fährst du? Ich dachte, du wolltest nach B fahren, du fährst jetzt nach A? Soll ich da reinfahren oder was? Da wird ja nichts gekippt. Ja, da, fahr mal rein und stirb einfach. Das ist das, was ich jetzt hier irgendwie sehen möchte. Erst in 7 Minuten. Ja, 7 Minuten 30 Sekunden, ja, wenn ich bin darf. Wie lange verstecke ich mich? Das ist ja langweilig. Muss schon Action zeigen hier. Boah, jetzt wünsche ich mir gerade irgendwie ein schnelles Schiff. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Was hast du gemacht? Das ist nur ein Ich habe mein Spotterplan. defensives Flugabwehrfeuer angemacht. Und das ist jetzt ein Weltuntergang. Oh lol, ja genau. Er ist direkt vor mir und schießt auf den Typen da hinten. Na, wäre nicht gewastet gewesen, wenn er jetzt in Zitadelle dabei gewesen wäre, aber natürlich nicht. Warum sollte ich auch nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe, der hat nicht auf mich geschossen. Ah, er schießt nicht auf mich. Ja, das ist gut. Eat meine 200 Dingens Millimeter Türme. Ah, ich weiß, glaube ich, warum ich dieses Schiff längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Mit dieser langen Nachladezeit ist es schon sehr niedrig, wenn man mal nicht trifft, ne? Jeha! Da fliegen die Zitas, ich sehe es doch schon kommen, Mann! Okay. Da muss ich eben noch schnell schießen, da war ich fast aus meiner Reichweite. Ich habe das Gefühl, dass von da Leute kommen, deswegen mache ich immer mal Torps Blind ein. Einfach das Prinzip, weil ich es kann. Okay, B hätten wir auf jeden Fall gleich, weil, oh mein Gott, warum sind unsere Mates denn alle hier? Wir gehen voll gerade ins. Das, wir müssen A halten, Junge. Wenn die von A noch ranpushen, dann sind wir halt in der. Sind wir richtig geil von beiden Seiten gefickt, das möchte ich damit sagen. Das wäre nicht so geil. Was, wenn ich darauf stehe? Dann tu es bitte im Geheimen und hör auf mir das zu sagen. Ich beballere jetzt bei C. So. Ja, wenn du den So eine sieht es ballern nämlich willst, dann aus. mach es bitte, wie Ich gesagt. B baller die. Ich baller den keine. Ach, du ballerst den. Ich Ach, das baller war die und freundlich von freue dir. mich. Dass du den eine ballerst und dass du dich freust, finde ich aber. Das freut mich. Habe so wenig Reichweite, das ist traurig. Nein, wie viel Reichweite hast denn du? Habe 14. Wow, okay, das ist echt scheiße. Mal da nichts ran hier. Ja, wenn du kleine Muschi auch hier mal hier hinten rumhängst, wundert mich das nicht, dass du nirgends vorankommst. Ich Halt, kenne doch diese stopp! Schiffe. Ich werde einmal getroffen, 5 Zitadellen. Ich weiß, ich bin auch hier hinten, aber das geht jetzt gar nicht, das kommt jetzt gar nicht hin zur Sache. Oh! Oh, eine Nö! Pensche Cola, das ist Oh, natürlich lecker. nö! Da muss ich mal direkt drehen, Alter. Wenn ich dann eine Pensche Cola sehe, möchte ich aber direkt richtig geil trinken. Boah, ich glaube, ich mache mir gleich richtig geilen Kakao. Auch wenn ich gerade kurz an Cola denken musste, komme ich mir jetzt irgendwie Kakao gerade in den Sinn. Ich habe keine Ahnung warum. Oh mein Gott, warum schießt der so gut? Warum fährst du weg, Junge? Weil da auch noch eine König ist. Ach so, ja, okay. Gut. Das sei dir verziehen. Also bis jetzt spielen wir echt scheiße. Also ich spreche nur für mich selber, weil ich möchte deine Gefühle nicht verletzen.
Also bis jetzt spiele ich echt gut. Ich meine, ich habe ihm Zitadelle gedrückt. Ich fühle mich echt stark gerade. Läuft alles ganz gut eigentlich. Die Pensacola klatsche ich auch gleich weg, weil er total dumme Breitseite zeigt, der Penner. Warum eigentlich Penner, wenn er so nett ist und mir das da auch tut, ne? Auf Wiedersehen! LOL! Guck mal auf unser Team, Alter! Ach, ja moin! Yo, okay, jetzt fühle ich mich echt scheiße, ihr könnt mich alle... ja. Die sollen uns alle in den Kommentaren flamen, Alter, wir sind echt scheiße langsamer. Gerade. Warum? Weil der schleichende Tod jetzt unterwegs ist! Alter! Alter! Alter, sind die schnell, Junge, wow! Krasser Scheiß, Alter! Das ist ja echt Schleichen. Warum? Ach, ja, Alter. Sag ich ja. Der Schleichen tot. Da kann man ja direkt gar keinen Taubs mitbringen, ey. Da gefallen mir die 4 Kilometer Taubs von den ach, Russen komm schon. Besser, ey. Mein Schleichen tot war schon unterwegs, Fuso. Das ist jetzt ein Killstil, eindeutig. Ja, 8000 Leben hatte der noch und du hast kein einziges Mal auf ihn geschossen. Doch, hab ich. Nein, nein, nein. Sogar getroffen. Nein, das glaube ich dir nicht, nein. Wie ja toll, dass der Junge noch weiter schießt, während ich schon längst nicht mehr entdeckt bin, ne? Echt so. Irgendwie schießt gerade hinter mir irgendjemand auf mich. Ich hab keine Ahnung warum. Hacker. Ja, das ist das, worauf ich jetzt sehen soll. Das, woran ich als erstes gedacht habe, auf jeden Fall war das, ja. Siehst du meinen schleichenden Tod? Der ist immer noch unterwegs. Wir sind die letzten zwei mit einer Octo-Revolution, die da hinten rumhängt. Ey, wollen wir noch versuchen, oh, das Spiel denn? Zu gewinnen? Hahaha. Ey, wir sind beide full life und ich fühle mich gerade übelst schlecht, gerade weil wir die ganze Zeit gecampt haben. Doch, aber ich sehe hier halt nix. Das ist doch scheiße, wenn die Isman mich gleich entdeckt, wird er hundertprozentig auf die Dörf böllern, ey. Eigentlich würde ich jetzt gerne C campen. Ja, wir sind die letzten zwei. Aber wenn ich jetzt in C reinfahre, oder da außen rumfahre, ist halt kacke. Ich schick mal ein bisschen schleichenden Tod gleich zu Ismael. Ja, mach das. Da schießt doch schon wieder eine Zitadelle. Schleichender Tod! Boom! Vielleicht bin ich detected. Gegnerische Kreuze versunken, gesungen. Ja genau, mit dem Schussbretter hier natürlich, genau, alles klar. Und mal Hightower, ne, ich kann ja überlegen. Hab ich schon. Oh, sorry. Ah, echt geil gewesen, wenn der jetzt vorbeigefahren möchte ich bitte korrigieren, das heißt sorry, du Model. Nee. Darauf ich fahr jetzt die Zitadelle. Hab ich Lust drauf. Okay, wow, meine Schüsse sind echt präzise. Warum schießt er eigentlich auf mich? Oh, ich krieg jetzt mit Schaden. Oh ja, okay, es ging. Lol. Oh, wie ist denn mein Arp hier eigentlich? Kann das was? Nein! Hör auf, mein Kill zu stehlen! Oh ja, es kann was! Nein! Kill ihn! Mach ihn kalt! Oh fuck, er hält sich hoch, der Penner. Ismael, schleichender Tod! Ich fühle mich so useless mit meinen Torpedos. Warum streut die Scheiße so? Ein schleichender Tod auf der linken Seite ist schon wieder bereit. Oh mein Gott! Danke! Ein schleichender Tod schleicht sich rum, Alter. Siehst du mal einen schleichenden Tod, oder? Da fährt die Schiene nur mal gleich rein. Ja, wir können das echt noch holen.
ein Scheiß. Obwohl die gerade B-Cappen, naja, das ist nicht so gut. Wie 20 Kilometer und er schießt auf mich? War? Wie war ich verändert der? Wir bemühen uns einfach. Ja, wir versuchen noch was zu reißen. Auch wenn die Runde eigentlich echt vom Arsch war, ich meine, wir sind nur noch zu zweit. Schöne Nummer, du Keck, hast daneben getorbt! Ich hab gleich Hydro ab. Ach, Schadenfreude, das ist die echte Freude. Wo bist du denn? Aha. Ja, lock ihn meine Tops, das wäre so genial. Ich wollte endlich meine Tops angucken. Ja, du lockst ihn meine Tops rein. Ja, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Nein! Oh nein! Oh, wie viel Glück hat der Junge, ey. Das ist unglaublich. Und ich zeig breitzeitig, Idiot. Das wollte ich gar nicht. Das krieg ich Schaden, ich Idiot. Mein Gott, bin ich kacke. Schleichender Tod! Wie so ein schlechter Indianername oder so. Schleichender Tod! Ich Häuptling, schleichender Tod! Du mich nicht zu Tode schleichen, ich dich schleichen werden, tun, können. Keine Ahnung. Boah, ich fühle mich gerade echt scheiße, dass du hinten stirbst, Alter. Ich dich irgendwie im Stich lasse. Hi, you can! Genau, er stirbt nicht, der Penner. Warum? Oh Mann. Oh, schade. Ja. Nee, mein schleichender Tod. Er ist sogar fast noch in meinen schleichenden Tod reingefahren, ja? Oh, ich hätte weiter nach vorne fahren sollen, das war dumm. Ja. Feuerimmunität. Halten Sie neun? Na gut, wir waren die letzten Überlebenden, aber waren noch die besten aus dem Team mit Abstand. Also von daher. Mit Abstand? Oh jo. Ja, also bei mir zum dritten sind noch 200 EP. Oh. So kacke ist die Ducata aus da eigentlich nicht. Wenn man dann mal in Range kommt. Was eigentlich fast nie passiert, aber wenn man in Range kommt. Also ich muss sagen, so an sich, auch wenn wir verloren haben, war es trotzdem witzig, ne? Also. Schon. Vor allem wegen meinem schleichenden Tod. Alter, die Torpedos sind so langsam, ne? Ganz ehrlich. Als du die abgefeuert hast, dachte ich mir also, so, oh mein Gott, als ob du mich jetzt hier torben willst. Also Penner. Die höheren Stufen der, der Franzosen-DDs könnten die outrunnen. Meinst du Henry zum Beispiel? Der hat aber nur 40 Knoten, aber. Die Kleber. Ach, die DDs, du hast doch Kreuzer gesagt. Die DDs? Nein, nein, die höheren Stufen der Franzosen, habe ich gesagt. Die DDs könnten die bestimmt outrunnen mit dem Motorboost. Das auf jeden Fall, boy. Aber, ja, da wirst du erstmal mit dem Schiff in den 10er-Match kommen müssen, aber das wird eh nicht passieren. Aber gut, welch Wunder. 152 mm, AP ist da jetzt nicht so effektiv. Aber ich fand das schade, dass die, was war das für ein Schiff, das vor mir war, vor dir gerade war? Die Fukutaka? Ja. Ich hab dem so geile Schüsse gedrückt, ich hab gedacht, ich fick den raus, ey. Ich dachte, ich hätte ihn gekillt. Trotzdem war witzig und ja, mit dieser lustigen. Bist du nicht gestorben, ne? Wir haben beide überlebt. Wir haben beide überlebt. Ja, wir haben beide überlebt. Wir haben uns vor der Runde nochmal überlegt, ob ich jetzt sogar seine, sterben. Ich wäre sogar seine Torpedos noch gedodged, also. Ja. Und wir sind nicht gestorben. Ich hab dir gesagt, du sollst mindestens 10 Minuten überleben. Gerne. Auftrag ausgeführt. Ja, haben wir geschafft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.